Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf dem Kanal Pony for the Horses. Schönen ersten Weihnachtstag wünsche ich euch. Ja, gestern Abend war die Bescherung, Heiligabend, 24. Dezember 2020. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so glücklich werden würde, auch in diesem Jahr. Also ich war super zufrieden mit meinen Geschenken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mit euren Geschenken sehr zufrieden wart oder was für euch so das Highlight war. Und bei mir war das halt einfach mal, dass es trotz des Jahresanfangs und Jahresendes halt wegen Covid doch noch ein sehr schönes Weihnachtsfest geworden ist. Wir wären eigentlich verreist, aber natürlich mussten wir das stornieren und was soll man machen? Ja, heute kommt ein langersehntes Briar-Update. Ich habe es ja in sehr vielen Adventsvideos angekündigt und ja, am Ende wird mein großer Holy Grail gezeigt, den ich spontan dazu bekommen habe und von dem schon sehr viel erzählt wurde und da könnt ihr auch schauen, ob es wirklich der richtige ist und ja, fangen wir doch erstmal an. Und zwar mit meinem ersten Briar. Mein erstes Briar war meine liebe Cookie, also die Babe Pinto Pony Stute. Sie ist ein Classic, alle anderen Briar sind Traditionals, also Tradis. Sie ist mein einziges Classic und ich finde, sie ist super mega detailliert gearbeitet. Ich finde ihre Schöcken so ausgefranst, wirklich. Ich war sehr zufrieden mit ihr. Was ich nur nicht vielleicht, was Briar vielleicht noch machen könnte, wäre, dass sie die Hufe vielleicht ein bisschen detaillierter machen, weil sie einfach nur hier so ein bisschen heller und hier ein bisschen matter angesprüht wurden. Und bei anderen Pferden ist ja so, dass die meiste Zeit auch Streifen drin sind und das hätte mir noch gefehlt. Aber sie hat ein wunderschönes Braun. Manchmal sieht es sogar so ein bisschen weinrotmäßig aus. Hier sieht man es vielleicht ein wenig. Sie sieht so Nutella-farben aus. Nur mein Licht ist halt so, da glänzt sie halt ziemlich. Und ihre Mähne. Ihre Mähne ist auch wunderschön. Die ist so schön detailliert. Und hier ist auch so ein, ja, Loch, hört sich jetzt so komisch an. Aber es ist halt so eine Lücke da zwischen der Mähne. Und das finde ich auch mega gut detailliert. Und ich finde auch ihre Beinstellung und all das drum und dran ist so schön. Also dieses Halsband habe ich ihr einfach mal umgegeben, weil sie weihnachtlicher ausschaut. Und ja, ich finde es auch super, super detailliert. Auch ihr Gesicht und ihre Muskeln, das ist alles. Wir hören das in der Kamera nicht so gut. Ah, jetzt. Hier die Muskeln und alles, das sieht so schön aus. Sprunggelenk. Leider hat sie keine Kastanien. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil mein Holy Grail hat Kastanien. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil das die dunklere Farbe ist. Aber bei Classics machen die das, glaube ich, gar nicht, oder? Naja, sie hat auch eine super süße pinke Schnauze. Ja, das sieht man vielleicht jetzt nicht so gut, aber sie hat eine pinke Schnauze. Hier hat sie leider eine kleine Macke, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und hier oben, die sieht man in der Kamera Gott sei Dank nicht. Ist so ein schwarzer Punkt, der da hier ist. Naja, ich finde ihre Augen sehr schön, nur ich finde es halt schade, weil ich habe nur einen Briar, das detaillierte Augen hat, also wo man auch die Augenfarbe erkennen kann. Und bei ihr ist es einfach nur matt schwarz. Naja, aber ihr Gesicht ist so detailliert gearbeitet. Ich kann es nicht so genau, also so oft genug sagen. Und ihre Pose ist auch sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Pferd, weil das Video wird ansonsten viel zu lang. Also hopp zum nächsten. So, der, den ich als nächstes ausgepackt habe, beziehungsweise an Heiligabend als erstes, war der süße Milo. Das ist ein Buckskin Appaloosa mit einer Keilblässe, glaube ich zumindest, dass das eine ist, und zwei weißen Abzeichen. Ich war am Anfang sehr überrascht, denn im Katalog sah er ziemlich gelblich aus und da, wo wir ihn bestellt haben, sah das Bild auch ziemlich gelblich aus, er war ja viel glänzender und viel gelber. Aber ich muss sagen, so gefällt es mir auch mehr und da sieht man auch die wunderschönen Schattierungen besser, hier auch im Körper und hier. Jetzt so eine zweiseitige Schabrackenscheckung. Und ich finde das einfach nur so unglaublich schön. Das war halt so ein Easter Egg Special, weil er hat ja noch eine Decke, die ihr nachher beim anderen Pferd sehen werdet. So eine gepunktete. Die hatte er ja drauf. Und durch diese Decke war auch diese Schabrackenscheckung nicht zu sehen. Und ich dachte mich dabei, als ich ihn in diesem Karton gesehen habe, dachte ich mir, es ist ein normaler Buckskin und der ist ja viel schattierter und so weiter. Doch dann, aber als ich ihn ausgepackt habe und ihm die Decke aufgenommen habe, habe ich gesehen, dass es einfach mal ein Appaloosa ist und dann habe ich jetzt drei Schecken. Statt nur zwei. Und da war ich ziemlich happy, muss ich sagen.
weil man hat das überhaupt nicht gesehen. Und wenn man ihn googelt, seinen Namen googelt, dann kommt das schon, dass er eine Schabrackencheckung hinten hat. Und er hat zwei weiße Abzeichen. Leider ist es, glaube ich, irgendein Fabrikfehler, weil dieser eine Buff, der sieht so komisch aus. Auf der anderen Seite vielleicht. Ja, also kann man sehen, er ist irgendwie länglich, aber irgendwie sieht er auch ein bisschen schmutziger aus. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Naja, ich liebe Bugskins auf jeden Fall. Und ich habe ihn mir auch gewünscht, weil ich ihn so niedlich fand. Und erinnert mich ein bisschen an einen Araber mit seinem Kopf. Deshalb ist er bei mir ein Araber-Appaloosa-Mischling. Ein Bugskin-Appaloosa. Und ich finde seine Schatten immer. Oh Gott. Ja, so schön. Und hier ist sein Abzeichen. Das ist so. Oh, ein Gesichtchen. Er sieht ein bisschen von vorne ein bisschen mager aus, aber. Er ist unglaublich schön detailliert. Und das ist auch wirklich unglaublich schön. Dann kommen wir mal zum nächsten Pferd. So, das nächste Pferd ist aus dem Best of British Foals Set. Und zwar ist es das Hanno-Fohlen oder das Lippi-Fohlen, war ja der gleiche Format wie Fabry Ariella. Was mich überrascht, er steht, weil er eigentlich einen kleinen Stehfehler hat, den ich nochmal mit heißem Wasser ausbessern muss. Dank Sophies Tutorial. Juhu! Und zwar kann man das vielleicht gut sehen, dass das eine Bein irgendwie das hier kürzer ist wie das andere. Und deshalb kippt er immer dann so auf die Seite. Ja, das habe ich schon versucht mit. Jetzt will er nicht stehen. Das habe ich schon versucht, mit heißem Wasser wieder auszubessern. Das ging schon gut. Nur ich habe es irgendwie nicht hingebracht, welches ich jetzt ein bisschen nach darstellen musste. Und ja, das muss ich nochmal ein bisschen ausbessern. Aber an sich ist er eigentlich mackenfrei. Er hat jetzt die Decke aufbekommen, dass falls er bei mir im Regal steht, dass er nicht dann umkippt, weil er hat schon auf dem Körper leider eine fette Macke. Dann machen wir ihm schnell mal die Decke ab. Und zwar hier. Ich weiß nicht, woher das stammen könnte, denn der Süßling, in der Verpackung hatte er den noch nicht und ich habe ihn auch nicht fallen lassen. Also beziehungsweise er ist mir noch gar nicht runtergefallen, außer auf dem Teppich. Aber da kann noch nicht so ein komischer Kratzer entstehen. Der ist hier richtig rüber. Ich weiß nicht, woher er den hat. Vielleicht bin ich auch einfach blind. Den habe ich erst bei der Standkorrektur. Nachdem ich ihn ausgepackt habe und gesehen habe, dass er einen Stehfehler hat, habe ich diese Standkorrektur, bei Standkorrektur, erst entdeckt, dass er so eine fette Macke hat. Naja. Er ist auf jeden Fall ein Süßling pur und. Und er hat so richtig hohe Abzeichen. Ich finde, sein Abzeichen, seine Färbung erinnert mich irgendwie voll an Celtic Salinero. Das könnte entweder sein Sohn oder er selber als Fohlen gewesen sein. Also, das finde ich echt. Dann müssten die nur noch so einen in Fuchsfarben rausbringen. Und dann wäre das wie bei Brothers, also bei der Serie von Semitastis, Courageous Sam, alias Sophie. Dann wäre das genauso wie bei ihr. Also. Dann kommen wir mal zum nächsten Pferd, würde ich sagen. Und sein Name ist Phoenix. Mein kleiner Phoenix, also Phoenix auf Englisch. Weil sein Freund hat auch einen englischen Namen. Und jeder kann sich schon denken, wer es ist. Also gehen wir mal zum nächsten Pferd. So, das nächste Pferd ist Chester oder einfach Chessie genannt. Die Abkürzung Chessie stammt von einem Hund, den ich kenne, der hieß Chester und seine Besitzerin hat ihn immer Chessie genannt. Naja, nichtsdestotrotz, er ist weihnachtlich dekoriert, weil dieses Ding habe ich mir extra eigentlich für mein spontanes Briar aufgehoben, aber er ist viel zu groß dafür. Und ja, er ist. Englisches Vollblut, glaube ich, dass er ein englisches Vollblut darstellen könnte. Ja, er ist auf dem gleichen Modell wie der Heartbreaker, denke ich mal. Nehme ich mal an, ja, ist er. Ich finde ihn mega schön. Ich dachte am Anfang, er wäre irgendwie ein brauner, aber er ist ein richtig cool schattierter Fuchs, muss ich sagen. Er ist so richtig schön, muss ich sagen. Muss ich sagen. Er hat auch hier so ein bisschen pinklich, wenn es darunter geht. Wird ein bisschen pinklicher. Das sieht man in der Kamera leider nicht. Super Kamera. Ja, und er hat halt so ein Bändchen umgekriegt und er heißt Chester. Also jeder nennt ihn Chessie. Und ich liebe ihn abgöttisch. Er ist ein super Fohlen. Und erstaunt mich, er ist viel leichter wie Phoenix, den davor.
Also er ist viel leichter, das liegt glaube ich daran, da Phoenix gar nicht hohl wirklich innen ist, weil Briar sind ja meistens hohl, ja Leute, ich muss nicht enttäuschen. Briar sind hohl. Und er ist halt hohl und der Phoenix nicht, weil, keine Ahnung, er ist viel, viel, viel schwerer, der Phoenix. Naja, ich liebe Chester, er wird auch ewig in meiner Sammlung bleiben, genauso wie alle anderen Briar, weil ich sie liebe. Und ich bin so froh, dass ich ihn gekriegt habe. Und er macht mir gerade ein paar Probleme. Er hat eigentlich keinen Stiefel, aber wie sich herausstellt schon. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Pferd. Und zwar kommt jetzt der heilige Moment, den ich euch schon in zigtausend Videos verkündet habe, dass ich spontan noch einen Briar von meiner Mutter gekriegt habe. Und zwar wurde er auf eBay, hat meine Mutter ihn da kaufen können, also ersteigern können. Er hat einen Platz bei der Frankenpfeffi gemacht, einen dritten Platz bei den Kaltblütern. Er ist ein Kaltblut und er ist mein absoluter Wunsch und Wunschtraum. Und wer es gleich schon geraten hat, der wird. Ja, er ist halt ein absolutes Träumchen, Leute. Ich habe mich so gefreut, als ich ihn hier bekommen habe. Er ist leider ohne Verpackung gekommen, weil die Besitzerin die Verpackung nicht mehr hatte. Aber danke, danke, danke. Er ist von einem Tag auf den nächsten einfach mal gekommen, obwohl die Besitzerin ganz oben im Norden lebt. Und wie ganz unten. Aber es ist mein allergrößter Wunsch gewesen. Beziehungsweise meine Mama hat dann einfach in einem Video gehört, dass ich den so gern mag. Und hat sie mir ihn besorgt. Und, oh mein Gott. Und hier ist der! Es ist der BHR Brian Strake. Auch genannt Torte. Weil meine Schwester den die ganze Torte nennt. Er ist so ein Traum, Leute. Oh Gott, er ist so schwer. Ah, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Er ist so. Und er hat keinen Stehfehler, das ist prima. Und ich finde das auch hinten süß. Meine Mama dachte am Anfang, dass das irgendwie abgehakt wäre. ja, ich finde das so niedlich. Ah, Finger hat gerade geknackst. Oh, er ist so süß. Ich finde es auch so cool, dass das Beinchen in der Luft ist. Und, oh mein Gott, ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Er hat so richtig detaillierte Hufe, muss ich sagen. Sehr schön detailliert. Und er ist so dick. Ich liebe ihn, er war mein allergrößter, beziehungsweise er war gar kein Wunsch von mir. Ich habe halt in meinem Video gesagt, dass ich ihn wirklich liebe, dass er mein Holy Grail war. Und Leute, im Vergleich zu Cookie ist da schon was schief gegangen. Also, ja. Ja, und aber ich liebe ihn trotzdem. Er ist wirklich ein. Oh mein Gott, ich habe ihn dann spontan einfach mal gekriegt und bin so froh, dass ich jetzt auch ein Besitzer von ihm bin. Weil meine Mama hat dann wieder bei eBay reingeschaut und da gab es ihn gar nicht mehr nach Weihnachten. Also bin ich doch sehr froh, dass ich ihn noch bekommen habe und er ist einfach nur so ein süßes Pony. Und er ist so mein Traum. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Jetzt werden auf jeden Fall sehr viele Fototouren kommen. Ja, und vergesst nicht zu abonnieren. Und ich hoffe, das Video hat euch einfach gefallen. Und ja, Leute, dann hoffe ich mal, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!